Hallo, ich bin der Tobias Dreher, ja, von Dreher's Erlebnishof. Wir sind hier in der Nähe von Bad Saulgau in Lambertsweiler. Und ja, wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb. Das sind knapp über 100 Kühe, was wir haben. Wir haben ziemlich Fläche. Wir bewirtschaften 250 Hektar. Und das ist eigentlich auch der Grund, dass wir eine Biogasanlage haben mit 420 kW. Das Schöne ist, dass die Biogasanlage nicht nur Strom macht, sondern auch Wärme für die Haushalte im Dorf. Das sind knapp 80 Haushalte mit angeschlossen. Und ja, das ist eine feine Sache. Wir sind deshalb Bioenergiedorf. Wir sind so ziemlich autark. Wir haben nicht nur die Landwirtschaft, sondern die Landwirtschaft ist bei uns kombiniert mit Urlaub auf dem Bauernhof. Bei uns kann man so den typischen Urlaub auf dem Bauernhof machen. Wir haben 11 Ferienwohnungen. Und die Leute, die bei uns auf den Hof kommen, die können eine aktive Landwirtschaft erleben und natürlich die ganze Umwelt hier, das ganze Süddeutschland miterleben. Das bietet hier, oder die Region bietet hier einige gute Möglichkeiten, einen wunderbaren Familienurlaub zu machen. Ja, so ein weiterer Bereich oder ein großer Betriebszweig mittlerweile ist bei uns auch die Direktvermarktung. Es gibt das Milchhäusle, wir haben auch einen Hoflader und das macht hauptsächlich meine Frau und meine Mutter mit dabei. Am Freitag ist Backtag, da gibt es frisches Brot im Hoflader und unser Milchhäusle ist 24/7 geöffnet mit Automaten. Das sind zwei Regiomaten mit drin, Eier, Butter, Käse. Und natürlich, darum heißt es auch Milchhäusle, das gibt hier die Milch direkt bei uns vom Stall, das ist Rohmilch, die sehr beliebt ist. Und ja, der typische Ausflug hierher, den gibt es natürlich auch, weil hier gibt es Eis, leckeres Bauernhofeis. Und dann gibt es hier drinnen auch noch eine Kaffeemaschine. Und ja, das ist eigentlich auch ein nettes Ausflugsziel zum Eisessen auf dem Bauernhof. Was mir da eigentlich auch immer am Herzen liegt, was ich auch zu unseren Feriengästen immer sage, guckt, dass er regional einkauft. Nicht unbedingt in den Supermarkt gehe und die Produkte dort kaufe. Guckt, dass er es beim Landwirt kauft, dass er die Landwirtschaft unterstützt. Dann wisst ihr, was ihr habt, weil das, was wirklich im Supermarkt ist, ja, ich sehe das nicht so gern tatsächlich, da stellt es mir fast gar vor, wenn ich sehe, was die dann Umsatz machen und wer da alles hinspringt und was das für Produkte sind, wo die herkommen und wie billig die sein müssen und wie dann im Endeffekt der Landwirt ja, erpresst wird, dass die das ins Regal stellen. Das ist eigentlich eine blöde Mode von uns Deutsche. Ich glaube, wir haben sogar erfunden und eigentlich müsste man sich fast dafür schämen. Ja, also ich fordere da eigentlich jeden auf, regional einzukaufen, ein bisschen umzudenken und auf die Nachhaltigkeit zu schauen. Und ich denke, dass wir da ganz gute Produkte hier auch haben. Und ja, es gibt immer mehr Leute, die es tatsächlich kapieren. Ja. Ja, wir machen ja Milch und unsere Milch kann man bei uns direkt kaufen als Rohmilch. Aber das, was übrig bleibt, das ist natürlich die Hauptmenge. Das geht hier in die regionale Molkerei. Das geht direkt nach Kempten zu Edelweiß. Und die machen auch wieder regionale Produkte. Die Streichkäsesache, das ist zum Beispiel den Brunch, den Brotaufstrich. Mittlerweile steht da tatsächlich drauf aus der Bodenseeregion. Das ist unsere Milch ist da mit drin. Oder den Présot, den kennt auch jeder, oder diese Milkana, diese Streichkäse, das sind diese Produkte, was aus unserer Milch entsteht.